Im Urlaub kann man faulenzen oder aktiv sein, aber auch Theater gehört in den letzten Jahren immer mehr dazu. Natürlich nicht im Samtsessel und Abendkleid, sondern unter freiem Himmel. Die Felsenbühne in Rathen bietet Theater Open Air. Sie liegt idyllisch inmitten des Nationalparks Sächsische Schweiz und hat Platz für 1800 Schaulustige. Und die kommen, egal ob Oper, Märchen oder Shakespeare auf dem Spielplan steht. Doch am meisten zieht Karl May, die Blutsbruderschaft zwischen Old Shatterhand und Winnetou. Steffi Moritz. Sie kommen in Scharen in die Sächsische Schweiz, um einmal mitten im wilden Westen zu sein. Denn da ist er seit Jahren der Held und von der Felsenbühne Rathen nicht wegzudenken. Winnetou, seit 5 Jahren gespielt von Jean-Marc Birkholz. Der Apachenhäuptling gehört förmlich zur Kulisse der Felsenbühne und ist für jeden Schauspieler einfach der erfüllte Kindertraum schlechthin. Wenn man als erwachsener Mensch die Legitimierung erhält, das hier spielen zu dürfen oder zu müssen, das ist also schon ein Riesentraum, dass man das machen darf. Und diesmal knallt es richtig. Also es ist schon, ich finde es toll. Innerhalb weniger Minuten wird aus der Bleich eine Rothaut, aus dem Theaterspieler ein Freilichtakteur. Ich persönlich freue mich unheimlich auf die Freilichtbühne, weil ich sowieso jemand bin, der gerne real spielt, also wirklich riecht, was er da hat und anfassen kann, was er da hat. Und wenn da ein Baum steht, steht er eben auch wirklich ein Baum und nichts aus Pappe. Man riecht sogar auch die Pferdeäppel, die kann man riechen halt als Zuschauer. Man wird dreckig vom Staub und es ist alles echt und ursprünglich. Ich mag das sehr gern. Mit Perücke und Kostüm fühle er sich nun nicht mehr wie Jean-Marc, sondern nur noch wie Winnetou. Der große Held aus Kindertagen, wenn auch immer noch mit klopfendem Herzen. Er klopft jedes Mal und das ist absolut das Adrenalin, wenn ich aufs Pferd steige. Ja, jedes Mal, also weil es einfach schön ist, ein Glücksgefühl, auf dem Pferd zu sitzen. Und tausende Karl-May-Fans fiebern nun auf den gefüllten Rängen mit dem Apachenhäuptling. Er und sein Gefährte sind frei. Halleluja! Mensch, Mann, Freund, Jüngling und Greenhorn! Tolle Kulisse, ja. Richtig toll, ja. Ich finde es auch schön, wenn die immer so kämpfen. Und auch mit den Pferden. Also, ich finde es toll. Ja. Wir sind zum ersten Mal hier in der Gegend und haben auch zum ersten Mal das gesehen. Also wir kommen aus dem Flachland, wir sind ganz begeistert von den Bergen. Wunderbar. Ganz großartig, man kann es nur jedem empfehlen. Höhepunkt natürlich die Blutsbrüderschaft von Winnetou und Old Shatterhand. Umgeben von Indianern und einer grandiosen Landschaft, die passender nicht sein könnte. Doch die Freilichtbühne lebt nun mal vom guten Wetter. Guten Willen haben die Schauspieler ja immer, doch Gefahren könnten überall lauern. Mir ist es eigentlich immer egal. Ich würde eigentlich ja sogar bei Regen spielen, aber das ist halt dann gefährlich für die Pferde und für die Schauspieler teilweise, die sich abseilen müssen. Das Wetter meinte es bisher gut mit den Indianerhelden, sodass Winnetou jeden Tag aufs Neue Rache auf den Tod seines Vaters und seiner Schwester schwören konnte. Rache! Ich werde sie beide rächen, wie noch nie ein Mord gerecht worden ist. Ich schwöre beim großen Geist der Apachen. Warum jetzt nicht? Ein Schwur muss mit ruhiger Seele gesprochen werden. Meine Seele ist ruhig wie ein Grab. Und ein echter Held ist natürlich nur der zum Anfassen. Autogrammstunde nach der Vorstellung. Ein sehr schönes Dankeschön. Sagen wir auch alle, hat es Ihnen gut gefallen, oder viele zumindest. Und sehr angenehm. Ist mit das Schönste so am Stück. Heißt das, wenn ich Johanna schreibe? Ist besser, oder? Du kannst auch Winnetou zu mir sagen, wenn du magst. Klar doch, wie gesagt, mit Perücke und Kostüm gibt es keinen Jean-Marc Birkholz mehr. Nur noch Winnetou. Heute nehmen wir Sie in eine der ältesten Dorfkirchen Norddeutschlands mit. Es geht nach Großtessin. Das liegt südöstlich von Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. Die Backsteinkirche ist aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, also echt alt, aber auch leider recht baufällig. Doch es gibt einen Verein, der